Eine oft bemühte Volksweisheit besagt, Gegensätze ziehen sich an. Was womöglich für die Liebe gilt, lässt sich in dieser Form jedoch nicht auf unser persönliches Mindset und unsere Taten übertragen. Wie wir alle wissen, wird unser Handeln stets durch unsere Gedankenwelt bestimmt. Wer dem Leben mit einer positiven Grundeinstellung begegnet und in Herausforderungen das Potenzial für neue Chancen und Weiterentwicklung sieht, wird die Aufgaben des Alltags auf eine andere Art und Weise meistern als jene Personen, die sprichwörtlich immer schwarz sehen. Das Gesetz der Anziehung spinnt diese Sichtweise auf das Leben noch weiter. Es besagt, dass wir allein durch die Kraft unserer Gedanken dazu in der Lage sind, jeden unserer Träume zu verwirklichen. Doch was hat es mit den Hintergründen dieser fundamentalen Annahme auf sich? Wie lässt sich das Gesetz der Anziehung in unseren Alltag integrieren? Und welche Dinge gilt es dabei zu beachten? Gemeinsam mit euch möchten wir heute einmal einen genaueren Blick auf dieses spannende Thema werfen. Das Gesetz der Anziehung. Bevor wir uns der spannenden Frage widmen, wie wir durch die Anwendung des Resonanzgesetzes unser Leben in neue Bahnen lenken können, sollten wir zunächst einmal schauen, worauf diese bahnbrechende Annahme überhaupt basiert. Erstmals erwähnt wurde das Gesetz der Anziehung im Jahr 1877. Damals war es die russlanddeutsche Okkultistin Helena Blavatsky, die diesen Begriff in einem ihrer Bücher gebrauchte. Seitdem wird das Gesetz der Anziehung immer wieder von verschiedenen Personen und Gruppen aufgegriffen, wobei es vor allem in den Bereichen der Selbsthilfe und der Lebensberatung Anwendung findet. Gelingt es einem Menschen, das Gesetz der Anziehung in seinen Taten und Gedanken zu verankern, so öffnet sich dadurch das Tor zu Erfolg, Wohlstand und privatem Glück, so jedenfalls die Verfechter dieser Annahme. Grundsätzlich liegt dem Law of Attraction die Überzeugung zugrunde, dass alles, was sich in unserem Geist abspielt, Schwingungen erzeugt. Dazu zählen neben Gedanken und Emotionen auch Ängste und Wünsche. Ohne dass wir uns dessen bewusst sind, werden die in uns erzeugten Schwingungen anschließend auf die Außenwelt übertragen. Im Einklang mit den sogenannten sieben hermetischen Gesetzen aus der Esoterik lösen jene Schwingungen in unserem Umfeld entsprechende Wirkungen und Reaktionen aus. Wenn man so möchte, dient das Gesetz der Anziehung nun also als eine Art mentales Werkzeug, mit dem es uns gelingt, durch die gezielte Ausrichtung unserer Aufmerksamkeit gewünschte Resultate hervorzurufen. Was im ersten Augenblick wie eine äußerst esoterisch angehauchte Sichtweise auf das Leben klingt, soll in Wahrheit für alles und jeden gelten. Jeder Gedanke und jedes Gefühl, das in uns entsteht, zieht gleichartige Gedanken und Gefühle an. Von Sorgen und Ängsten. In einfachen Worten zusammengefasst, besagt das Gesetz der Anziehung also, dass wir unseren gedanklichen Fokus auf jene Dinge richten sollen, die wir erreichen möchten. Wir müssen unsere Gedankenwelt dazu also neu ausrichten und uns nicht länger mit jenen Szenarien beschäftigen, vor denen wir uns fürchten. Lasst uns einmal ein Beispiel dazu betrachten. Stellen wir uns einen jungen Menschen vor, der davon träumt, sein eigenes Unternehmen zu gründen. Zu den großen Hoffnungen und Möglichkeiten, die ein solcher Schritt eröffnen würde, gesellen sich schon bald grundlegende Ängste und Zweifel. Wird man dazu in der Lage sein, gegen die Konkurrenz zu bestehen? Welche Mitarbeiter sollte man mit ins Boot nehmen? Ist das Vorhaben am Ende nicht doch viel zu riskant? Sobald sich ein solcher Keim des Zweifels in die Gedanken des angehenden Geschäftsmannes eingeschlichen hat, wird er schon bald zu einem festen Hintergedanken heranwachsen. Natürlich wird die Person in einem solchen Fall versuchen, Maßnahmen zu ergreifen, die ein solches Scheitern verhindern sollen. Das Problem ist hier nur, ob bewusst oder unterbewusst, wird die Angst vor dem Versagen fortan den Alltag des Betroffenen bestimmen. Selbstverständlich steht nicht jeder von uns unmittelbar vor dem Schritt in die Selbstständigkeit. Auf das Gesetz der Anziehung bezogen ist das aber kein Problem, denn dieses gilt für alle Lebenslagen und Entscheidungen. Viele neigen oft zu Gedankenmustern wie, boah, ich habe heute gar keine Lust auf die Arbeit, ich verdiene viel zu wenig Geld oder ich habe so viel zugenommen. Leider neigen wir dazu, unseren Fokus dann auf die Dinge zu lenken, mit denen wir unzufrieden sind. Diesbezüglich besagt das Gesetz der Anziehung, dass wir dadurch jeden Tag einen Teufelskreis in Gang setzen, der sich mit der Zeit immer weiter verschlimmert. Denn wer Negativität ausstrahlt, wird auch Negativität ernten. Auch diejenigen, die mit der esoterischen Welt nicht viel anfangen können, werden erkennen, dass diese Grundannahme einen wahren Kern besitzt. Wer sich selbst den Zweifeln, Sorgen und Ängsten hingibt, limitiert sich und sein eigenes Potenzial. In eine ähnliche Kerbe schlägt die selbsterfüllende Prophezeiung. Unterbewusst sind wir davon überzeugt, dass unsere schlimmsten Befürchtungen wahr werden. Und genau aus diesem Grund verhalten wir uns auch so, dass dieser unliebsame Fall am Ende wirklich eintrifft. Die Anwendung.
Getreu dem Motto, Gedanken werden zu Dingen, besteht die wichtigste Aufgabe bei der Anwendung des Resonanzgesetzes darin, diese spezielle Sichtweise auf das Leben fest in unseren Geist zu verankern. Der große Vorteil bei diesem Unterfangen besteht darin, dass wir unser Schicksal ganz allein entscheiden können. Niemand außer uns selbst ist für die eigene Wirklichkeit verantwortlich. Wir dürfen uns also aus dieser passiven Opferrolle, in die wir uns unterbewusst oft selbst begeben, lösen und den Schritt hin zur positiven Eigenverantwortung wagen. Der Schlüssel für die erfolgreiche Anwendung des Gesetzes der Anziehung liegt also darin, ein ganz neues Bewusstsein über unsere Gedanken, Emotionen und Taten zu erlangen. Denn auch wenn wir es häufig vergessen gilt, wir sind unseren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Wir befinden uns in der wunderbaren Position, unsere Gedankenwelt bewusst zu lenken und in gewünschte Bahnen bringen zu können. Hierbei gilt es allerdings, einige Stolperfallen zu beachten. So sollten wir unbedingt darauf achten, wie wir unsere Gedanken formulieren. Denken wir beispielsweise an den Satz, ich werde nicht versagen, so schwingt hier immer noch das negativ besetzte Wörtchen Versagen mit. Viel besser ist also der Ansatz von positiv konnotierten Gedanken, wie etwa, ich werde erfolgreich sein. Grundlegend unterscheidet das Gesetz der Anziehung weder zwischen guten und schlechten, noch zwischen bewussten und unbewussten Gedanken. Damit uns unser Unterbewusstsein hierbei nicht an der Nase herumführt, ist es also wichtig, dass wir absolut von unseren eigenen Gedanken und Vorhaben überzeugt sind. Falls sich doch einmal Zweifel einschleichen, sollten wir unsere selbst aufgestellten Überzeugungen also so formulieren, dass wir ihnen auch noch 100% glauben können. Die Formulierung, ich werde am Tag X meine Ziele erreicht haben, kann in uns ungewollt Druck auslösen. Der Satz, ich komme meinen Träumen jeden Tag ein Stück näher, klingt da schon deutlich unbeschwerter. Um diese neuen positiven Grundsätze in der eigenen Gedankenwelt zu manifestieren, kann es dabei helfen, diese zu visualisieren und sie aufzuschreiben. Auf diese Weise nimmt das Abstrakte greifbare Formen an. Jedoch reicht es leider nicht aus, lediglich an seine Wünsche und Ziele zu denken. Es ist von grundlegender Bedeutung, auch nach seinen Gedanken und Vorstellungen zu handeln. Daher ist es von grundlegender Bedeutung, auch dann nach seinen positiven Vorstellungen und Gedanken zu handeln. Personen, die mit der Anwendung des Gesetzes der Anziehung Erfolg hatten, berichten, dass es sich dabei jedoch um einen positiv geprägten Prozess handelt, der sich selbst verstärkt. Wem es also gelingt, seinen Fokus bewusst in die gewünschten Bahnen zu lenken, dem wird es im Umkehrschluss auch umso leichter fallen, seine Ziele zu verwirklichen. Dabei wird es nicht lange dauern, ehe sich dieser innere Wandel auch positiv auf die Außenwelt überträgt. Womit wir wieder bei den eingangs erwähnten Schwingungen angelangt wären, die jeder von uns aussendet. So bestimmt unsere eigene Selbstwahrnehmung auch stets die Reaktion unseres Umfeldes. Oder in anderen Worten, je nachdem, wie wir uns nach außen hin präsentieren, verändern sich auch die Reaktionen unserer Mitmenschen. Die Stimmen der Kritiker. Wie praktisch bei jedem Thema besitzt auch das Gesetz der Anziehung nicht nur Befürworter. Der größte Kritikpunkt, der dieser Lebenseinstellung vorgeworfen wird, besteht in der Tatsache, dass sich dessen Grundsätze aus rein wissenschaftlicher Sicht nicht beweisen lassen. Diejenigen, die ein rein rationales Denken an den Tag legen, dürften wohl so verzweifelt abwinken, wenn sie von esoterischen Schwingungen hören. Die Verfechter dieses Gesetzes verweisen jedoch auf die erfreulichen Erfolge, die sie durch dessen Anwendung erleben dürfen. Wie bereits erwähnt, unterscheidet das Gesetz der Anziehung nicht zwischen guten und schlechten Gedanken und den Szenarien, die daraus entstehen. Grundlegend ist also jeder Mensch für sein eigenes Glück verantwortlich. Doch was ist dann mit den Leuten, die bereits schwere Schicksalsschläge erleiden mussten? In diesen Fällen ließe sich nicht so leicht behaupten, dass diese Personen selbst an ihrem eigenen Leid schuld wären. Auch die Überzeugung, dass wir unsere Gedankenwelt stets kontrollieren und lenken können, gerät häufig in die Kritik. So leiden manche Menschen an psychischen Erkrankungen, wie etwa Angststörungen und Depressionen. Hilft es nun also wirklich, einem depressiven Menschen zu raten, dass er seinen Fokus einfach auf das Positive im Leben lenken soll? Bei Misserfolgen übt dieser mitunter zusätzlichen Druck auf die betroffene Person aus, wodurch dessen ohnehin schon negativ besetzte Gedankenspirale sich noch weiter verschlimmert. Einige Experten sagen sogar, dass negative Gedanken durchaus nützlich sein können. So vertreten manche Therapeuten die Annahme, dass negatives Denken von Zeit zu Zeit einen reinigenden Einfluss auf die Psyche besitzen kann. Doch wer behält nun am Ende recht? Die Befürworter oder doch die Kritiker des Resonanzgesetzes? Ob das Gesetz der Anziehung für jemanden funktioniert, kann dieser wohl nur dann herausfinden, wenn er dessen Anwendung aufrichtig mal ausprobiert. Dass ein positives Mindset jedoch dabei hilft, die Aufgaben des Alltags besser zu meistern und bei der Verfolgung unserer Träume und Ziele am Ball zu bleiben, dürfte außer Frage stehen. Tja Leute, jetzt seid ihr gefragt, was denkt ihr über dieses spannende Gesetz der Anziehung? Habt ihr bereits Erfahrungen mit dieser Sicht auf das Leben gesammelt?
Schreibt uns eure Gedanken, eure Anregungen und euer Feedback zu unserem heutigen Video doch wie immer ganz einfach unten in die Kommentare. Gebt uns gern einen Daumen nach oben und abonniert Topwelt, um von jetzt an immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Werft zum Abschluss auch noch einen Blick auf die anderen Videos unseres Kanals, zu denen ihr gelangt, indem ihr jetzt auf eins der Bildchen hier im Abspann klickt. Damit vielen Dank für euer Interesse, macht's gut und bis zum nächsten Mal.